Wir wollen eine etwas andere Form machen, als der Großteil von euch bisher erlebt hat, nämlich eine... Hallo, die alten Damen da vorne, Älteren. Auch bitte nicht so laut reden. Also, wir wollen versuchen, eine Diskussion zu machen untereinander, in kurzen Absätzen und nicht so 20 Minuten Vortrag und dann kommt der Nächste. Das ist natürlich anstrengender, auch für euch vielleicht auch nicht, mal schauen. Und wir wollen nicht so starten, wir reden erstmal und dann seid ihr dran, sondern wir wollen mal es umgekehrt machen. Strategie, wofür eigentlich? Denkt jetzt mal kurz darüber nach, wofür wir eigentlich eine Strategie brauchen. Was ist der Sinn und Zweck? Was ist das Ziel einer Strategiedebatte? Was soll erreicht werden? Was sind die Probleme? Was sind die Schwerpunkte? Darum geht es. Wir werden dann vielleicht am Anfang 6 Wortmeldungen, die ihre Vorstellungen oder ihre Fragen formulieren, aufgreifen. Also nicht dann jetzt stundenlang Wortmeldungen. Und dann versuchen wir, das halbwegs strukturiert zu diskutieren. Also ich stelle jetzt das Podium vor und ihr überlegt, wohin soll es eigentlich gehen? Was ist das? Strategie braucht ein Ziel, ne? Eine Vision vielleicht auch. Ich darf erst das Podium vorstellen. Da muss man natürlich mit den Damen anfangen. Natürlich. Auf meiner rechten sitzt von euch raus gesehen links natürlich, sitzt Alexandra aus Wien und sie arbeitet bei ATTAC Wien, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja? Österreich, ATTAC Österreich, ist natürlich was ganz anderes, Entschuldigung. Auf meiner rechten von euch sitzt Marga Ferré aus Spanien, sie wohnt in Madrid und arbeitet für Transition Europe, richtig? Sie wird dazu auch noch was sagen. Transform Europa, Entschuldigung, Europe. Ah, das ist ja auch immer schwer. Und ganz rechts von euch aus gesehen sitzt Uli Brandt, den habt ihr eben schon gesehen. Der ist Politologe und eigentlich ein Deutscher, aber arbeitet jetzt auch in Wien und wohnt da auch, wenn ich das richtig verstanden habe, obwohl du zwischendurch mal ziemlich lange weg warst, aber nehmt ihn als Wiener, bitte, als Deutsch-Österreicher. Mein Name ist Andreas Fisan, ich wohne in Bielefeld und lehre da Jura oder versuche das zumindest. Als ich hier gefragt wurde, ob ich über Strategie, das Strategieplenum moderieren soll, ist mir der alte Marx eingefallen. Der hat nämlich gesagt, in einen Verein, der mich aufnimmt, kann ich doch nicht eintreten. Das war natürlich nicht Karl Marx, sondern Groucho Marx. Einige werden den vielleicht noch kennen. Jemand aus der ganz frühen Zeit, nachdem der Stummfilm zu Ende war oder so gerade im Wechsel war, da kamen die Marx Brothers. Ich verändere das etwas. Über Strategie diskutieren kann ich doch überhaupt nicht. Das ist doch alles, wo ich jemals war, ist voll total in die Hose gegangen. Deshalb mache ich auch vielleicht besser nur die Moderation. Und ich hoffe, das gelingt mir. So, jetzt habe ich genug dummes Zeug erzählt. Jetzt bitte ich doch mal, vielleicht gibt es 3 bis 6 Leute, die eine Idee haben, was sie eigentlich hören wollen, wofür wir eine Strategie brauchen. Die mögen doch bitte wie immer an das linke oder das rechte Mikrofon gehen. Und wenn sie was sagen, bitte vorher kurz sagen, auf welcher Sprache sie sprechen wollen, damit die Dolmetscher dann kurz den Kanal einstellen können. Kleine Pause und dann loslegen. Also gibt es vielleicht jemand, der ans Mikrofon gehen möchte? Sie haben sich... Genau, gehen Sie doch einfach ans Mikrofon. Ja. Thomas zuerst, dann ist ja egal.
in Deutsch. Ja, ich weiß nicht, ob es auch von Groucho Marx ist. Ich glaube, Strategie ist völlig überbewertet. Ich glaube, es ist wichtig, sich ein Bild zu machen, wie Gesellschaft funktioniert, als über Theorie zu sprechen, damit man Bewegung machen kann. Aber ich halte es ein bisschen für illusorisch, was ja in linken Kreisen so verbreitet ist. Wir analysieren die Gesellschaft und wenn wir lange darüber nachdenken, haben wir die richtige Strategie und dann setzen wir die um und dann klappt das schon mit der Revolution. Also ich glaube, wir brauchen eine theoretische Debatte. Was passiert in der Gesellschaft? Wir brauchen eine Debatte, was wir politisch tun wollen. Und dann müssen wir es einfach ausprobieren und dann sehen wir, ob es klappt oder nicht. Also ich bin immer dafür, theoretisch zu diskutieren, aber die Illusion zu haben, wir brauchen nur die richtige Strategie und dann machen wir das, glaube ich, hilft in einer K-Gruppe, aber ist, glaube ich, für eine Bewegung wie unsere nur bedingt hilfreich. Danke. Jetzt die Seite. Auf Deutsch. Eine Strategie, Hegemonie zu erreichen der linken Idee. Okay, ganz knapp. Jetzt ist natürlich, das war natürlich von Thomas jetzt ganz geschickt, wir diskutieren nicht über Strategie, sondern was tun. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wo der Unterschied ist. Danach wollte ich eigentlich fragen, was sollen wir tun oder wo soll es eigentlich hingehen? Wir wollen was tun, aber weshalb, wozu eigentlich? Das wäre dann die Frage des Ziels. Versuch es nochmal oder jetzt erstmal der... Ja gut, also... Was mir bei Strategie zunächst mal einfällt, es ist ja ein militärischer Begriff, heißt wörtlich übersetzt Feldherrenkunst. Insofern ist das schon ein bisschen schwierig. Strategos ist ein griechischer Begriff, ist der Feldherr. Aber ich persönlich halte eben viel davon, eben das als Handlungskonzept zu sehen. Und ein Handlungskonzept braucht tatsächlich ein Oberziel oder auch ein Ziel, was da drunter ist und wo vielleicht auch der meiste oder der größte Konsens hier im Raum sein könnte, aktuell ist vielleicht das Ziel, worüber viele reden, eben sozial-ökologische Transformation, was das immer mal heißen mag, aber das könnte ein Ziel sein, Oberziel, wo natürlich eine Menge an Zwischenschritten notwendig ist und auch trotzdem, was Thomas sagte, auch ist es schon wichtig, sowohl die gesamten Bedingungen, das heißt die Akteurinnen auf der einen Seite und auf der gegnerischen Seite schon genau zu analysieren. Also das zumindest weil Ziele, die wir haben, die können wir nur durch eine intensive Bündnis- und Netzwerkarbeit erreichen. Also ich glaube schon, dass Attac da einen Mangel hat an strategischem Denken. Aber wir haben nur noch auf der Seite Meldungen. Okay, da jetzt noch. Bitte. Okay, can I speak in English? Zuerst, ich möchte die Frage herausfordern, dass wir keine Strategie brauchen. Ich möchte das anfechten. Wir müssen gewinnen und wir müssen bis 2030 gewinnen und wir müssen unter 1,5 Grad bleiben. Deshalb brauchen wir eine Strategie. Die Strategie muss global sein. Es kann nicht nur eine europäische Strategie sein. Natürlich muss sie europäisch koordiniert werden. Aber gleichzeitig möchte ich auch etwas anders in Frage stellen, das ich heute im Forum gehört habe. Wir sollten uns nicht überlasten. Das ist kein Konzept. Wir haben etwas zu tun. Das ist Teil der Strategie. Und es gibt nichts, so etwas wie uns zu überlassen. Wir müssen tun, was es braucht. Ein Teil der Strategie ist das zu unterstützen. Unruhe zu verursachen. Ich weiß, einige von euch sind da dabei. Möchte jemand noch etwas sagen? Okay. Die Jugendbewegung wird dieses Semester auch radikalisieren. Wir werden unsere Schulen und Universitäten besetzen und nicht nur für die Jugendbewegung, sondern für die ganze Bewegung, um uns zu radikalisieren. Einerseits sollen wir die Besetzung unterstützen, aber wir müssen uns auch fragen, wie wir uns radikalisieren können. Wir müssen mehr tun, als wir jetzt tun. Strategie, den Klimawandel aufzuhalten, und zwar eine, die an die Wurzeln geht. Radikalisieren hört sich immer so doll an, heißt eigentlich ganz banal, bitte an den Wurzeln anfangen. Nicht Lateinisch mal nehmen, nicht Griechisch. Jetzt die Seite. Danke, ich spreche auf Deutsch.
Ich kann da ganz gut anschließen. Wir brauchen Strategien, weil die der Bogen sind zwischen dem, wo wir stehen und dem, wo wir hinwollen. Und wir haben weder die Zeit noch die tatsächlichen monetären, physischen, emotionalen Ressourcen, um 500.000 Dinge einfach mal auszuprobieren und dann nicht wissen, wo wir hinkommen. Das kriegen wir nicht hin, da sind wir alle müde und fertig. Plus, wir haben die Zeit dafür nicht. Plus, ganz wie richtig gesagt wurde, wir müssen an die Wurzeln gehen, und um an die Wurzeln zu gehen, brauchen wir einerseits die Analyse, und die Analyse bringt uns auch dorthin, was wir glauben, wo wirklich Angriffspunkte sind. Und wenn wir einfach so gießkannenmäßig versuchen, mal heute hier das eine, mal morgen das andere, dann sind wir in 10 Jahren immer noch da und wir sind keinen Schritt weiter. Und wir wollen, glaube ich, alle gewinnen, wir wollen alle weiterkommen, und deswegen ist diese Strategiedebatte super wichtig. Aber die Frage ist, wo wir hinwollen. Die Frage, wohin? Ja, Sie haben gesagt, wo wir hinwollen, das müssen wir... Visionen und Ziele zu definieren, ist der erste Schritt der Strategiedebatte, richtig? Ah, okay. Also, ist keine Frage. Okay. Hallo, ich sag's auf Deutsch. Für mich ist das oberste und allerdringendste Ziel eine ökologische Transition, also ökologischer Wandel. Und ich denke, das Potenzial auch außerhalb von ATTAC ist enorm groß, und das mitzunehmen und gemeinsam für einen ökologischen Wandel zu arbeiten, das würde ich ganz toll finden im Moment. Danke. Okay. Zwei noch oder eine? Thomas, willst du auch noch? Ja, aber dann machen wir Feierabend, die beiden noch, würde ich sagen. Und dann ist, ich habe ja gesagt, 6 sind schon 7 oder 8 jetzt. Bitte, ihr beiden noch. Auch auf Deutsch? Ach ja, gut. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, aber erst er. Wie können wir Klimaaktivisti auf euch als soziale Verbände und auch auf Gewerkschaften, vielleicht sind auch Gewerkschaften im Raum, zugehen? Und wie können wir kooperieren? Ben? Danke. Ja, also ich würde mal sagen, das oberste Ziel ist, die Lebensbedingungen für Menschen auf diesem Planeten aufrechtzuerhalten. So, und wenn ich mal gucke, dann war 2020, in dem Corona-Jahr, das war das einzige Jahr, wo die CO2-Emissionen nicht gestiegen sind. Und ich glaube, man muss das als Vorbild nehmen. Wir hatten diesen Corona-Lockdown, so, wo plötzlich es möglich war, dass ganz viele Arbeiten nicht stattfanden. Und daran erinnern wir uns gut. Jetzt in Europa, ne, trotzdem ist niemand verhungert. Und so, ich denke, das müssen so die Forderungen. Die Forderung müsste eigentlich sein, ein Lockdown fürs Klima, dass nur noch die lebensnotwendigen Sachen produziert werden. Und dann kann man sich in aller Ruhe überlegen, was man sonst noch vielleicht braucht. Okay, danke. Thomas? Ja. Herzlichen Dank für euer innovatives Format, obwohl ich mich jetzt ein bisschen überrumpelt gefühlt habe. Aber ich würde denken, gut, Strategie, Ziele, Unterziele ist ja immer, kann man ja immer so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ich würde denken, dass klar, das Ziel ist diese sozial-ökologische Transformation, die Rettung des Klimas, des Planeten. Aber ich denke, dass gerade ATTAC auch vor allem dann wirksam ist, wenn es Forderungen für die internationale Zusammenarbeit formuliert. Ich denke, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt sagt, gut, wir müssen jetzt also die Politik ökologisieren, dann ist ja immer, bleibt die Frage offen, ja, auf welcher Ebene denken wir da über die Politik nach? Und ich denke, ATTAC sollte eben gerade immer auch Forderungen für die internationale Ebene formulieren. Heute Nachmittag habe ich zum Beispiel was gehört, was mir so nicht klar war, dass die Schuldenlast für den globalen Süden, also ein Hauptgrund ist, für diesen Extraktivismus immer weiter zu führen und damit im Grunde die Bemühungen um Klimapolitik zu hintertreiben. Das wäre zum Beispiel ja dann so eine Sache, wo man dann wirklich eine Forderung, was ich gegenüber IWF oder Weltbank oder eben G7 und so weiter formulieren könnte.
Eine andere Sache ist, denke ich, dass einfach das, dass man fordern muss, dass das internationale Recht, das Völkerrecht einfach wieder auf Menschenrechte und eben auch heute die Rettung des Klimas ausgerichtet wird. Da gibt es dieses Konzept des Jus Cogens. Du kannst das bestimmt besser erklären, Andreas, als ich. Und da ist zum Beispiel die Idee, dass man das Pariser Klimaabkommen zu diesem Jus Cogens zählt. Das wäre also dann eine Norm, gegen die durch keine anderen völkerrechtlichen Verträge verstoßen werden darf, beziehungsweise wo dann ganz schlimme Freihandelsverträge einfach nichtig würden, wenn sie eben dann dem, wenn man sagt, die widersprechen dem Pariser Klimaabkommen. Vielen Dank. Wenn ich das kurz zusammenfasse, sind doch im Wesentlichen die ökologische Transformation, Aufhalten des Klimawandels, die Ziele, die Aufgaben, die sich nach eurer Meinung oder nach der Meinung der Rednerinnen und Redner Attac stellen soll. Es gab eine Ausnahme, wir müssen überhaupt erstmal über Ziele nachdenken und vielleicht Visionen entwickeln. Ich greife diesen Ball nochmal auf, der ist ja noch etwas weiter als dieses ja doch relativ verbreitete Ziel. Habt ihr Ideen für eine Vision? Was sind Visionen, die man als Ziele definieren könnte, die nicht nur die Rettung der Menschheit ist, sondern vielleicht auch ein gutes Leben der Menschheit oder sowas? Möchtest du anfangen, Alexander? Bitte. Ja, ich kann anfangen. Du hast es eh schon genannt. Oui, je peux commencer. On peut commencer. Tu as déjà commencé à en parler. Une vision. Mittlerweile sehr breit ist diese Utopie und diese Ansage des guten Lebens für alle. Und das alle meint wirklich alle auf der Erde und das alle inkludiert auch die Natur. Und das gute Leben für alle bedeutet auch für uns die Art und Weise, wie wir die Dinge organisieren, die wir brauchen, um gut leben zu können, also orientiert am Bedarf, das so zu organisieren, dass das nicht auf Kosten der anderen geht. Also sozusagen unser gutes Leben in Europa, in Deutschland, in Österreich so zu organisieren, dass es eben nicht auf Kosten der anderen geht. Und das ist unsere Grundleitidee, aus der sich dann alles andere für uns an konkreten Forderungen, an Kämpfen, an Strategien ableitet, wo wir aktiv sind. Is working. Yeah. Fine. Sorry. Ich komme von einem Netzwerk an politischen Grund und deshalb ist das vielleicht eine etwas andere Antwort. Das heißt, dass wir etwas die Zukunft diskutieren sollten. Das heißt, hier in Deutschland sind wir in einem Land, wo wir nach dem Fall der Berliner Mauer ein Ende des Lebens gesehen haben. Das heißt, wir dachten, da ist keine Alternative, da ist keine Zukunft, aber und dass es keine andere Chance gibt als Kapitalismus. Aber wir sind hier, um zu sagen, nein, da sind auch andere Ziele, eine andere Art, um zusammen das zu machen, um die Zukunft auch zu ändern. But there's a sorry, Deutsch natürlich, ich muss Deutsch. Da ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen es gibt keine Alternative, Maggie Thatcher, und No Future. Das muss ich jetzt auf Englisch sagen, weil No Future ist die Banklosung gewesen, die natürlich überhaupt nichts mit den Neoliberalen zu tun hatte, von der Punkmusik. Ne? Okay, yeah. Ich denke, wir haben es eigentlich einfacher, als wir denken, wenn es um Vision und Horizonte angeht, darum geht, weil wir ja ganz viel wissen. Wenn wir, ich habe heute Mittag schon erwähnt, wir haben gerade ein Buch fertiggestellt, Degrowth and Strategies, von einer großen Degrowth-Konferenz. Ich war mit manchen hier im Saal, Alexandra, ganz oft auf den Weltsozialforen, auf den europäischen Sozialforen. Und wenn wir darüber nachdenken, was in den verschiedenen Konfliktfeldern bereits läuft, Ernährungssouveränität, solidarische Mobilität, Care-Economy, Bildungszugänge, also eine emanzipatorische Bildung. Wir hatten heute Mittag eine taffe Diskussion über Wissenschaft. Andere Formen des Produzierens, Tauschwirtschaften und so weiter. Es gibt doch so viel. Und mein Plädoyer wäre,
Das mag irgendwann zu einem Horizont werden, aber es muss aus der Praxis entstehen. Und es entsteht ja heute aus der Praxis. Und wenn ich habe jetzt das Weltsozialforum aufgerufen, das Entscheidende damals war gar nicht die Versammlung der Versammlungen. Das Entscheidende waren am letzten Tag am Ende 25 Arbeitsgruppen, Zusammenkünfte, wo die Bewegung gegen Bergbau, gegen Wasserprivatisierung, für indigene Rechte und so weiter sich getroffen haben und Strategien entwickelt haben. Und die hatten ihre eigenen Horizonte und dann geht auch was zusammen, nämlich auf der Ebene, wie die beiden auch sagen. Aber ich würde, also wir müssen uns gar nicht so schwer machen und meinen, da muss man jetzt den Horizont erfinden, sondern wir wissen doch ganz viel, wenn wir uns die konkreten Konflikte ansehen. Und das wäre mein Plädoyer, dass wir darauf vertrauen, dass es entsteht. Ernährungssouveränität ist seit 25 Jahren ein total geiler, wichtiger Begriff, der politisch was gerockert hat. Also müssen wir uns ja nicht jetzt hinstellen und sagen, wir müssen über eine andere Ernährungsweise nachdenken, weil das gibt's doch. Es wird gemacht und es wird darum gekämpft. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Dankeschön. Wenn wir jetzt weitermachen, ich greife mal zu, das gute Leben machen wir vielleicht am Ende nochmal. Und die Vision, wenn wir weitermachen, und du hast als Oberstichwort Degrowth gemacht. Das andere müsste man jetzt vielleicht noch mal genauer erklären. Ich glaube nicht, dass alle mit allen Begriffen, die du da verwendet hast, was anfangen können. Aber wir machen mal Degrowth. Ist Degrowth ein wesentliches Element, um den Klimawandel aufzuhalten? Oder braucht es andere Elemente? Und dann müssten wir natürlich ausbuchstabieren, was Degrowth eigentlich bedeutet, wie man aus dem Wachstum rauskommt. Das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht versucht ihr das einfach mal. Also erstmal natürlich, ist das wirklich eines der zentralen Punkte? Ich würde ja sagen, ja, aber das kann man ja auch unterschiedlich sehen. Und zweite Frage noch, wie kommt man denn da raus aus diesem Wachstums? Fetisch vielleicht, oder ist es ein Zwang, ist es eine Struktur? Das müsste man ja wissen. Sollen wir umgekehrt anfangen? Du hast das Stichwort gebracht, muss man auch noch. Ja, ich gerade Wiederholung, viele waren mittags schon da. Für mich heißt ja Degrowth nicht per se schrumpfen, sondern Degrowth heißt, eine Gesellschaft nicht mehr unter dem kapitalistischen Wachstumsimperativ zu organisieren. Öffentlicher Verkehr muss wachsen, Gesundheitssektor muss wachsen, Bildungssektor muss wachsen, im globalen Süden muss ganz viel wachsen, aber auch für den globalen Süden würde ich sagen, Degrowth bedeutet raus aus dem kapitalistischen Akkumulationsimperativ, raus aus dem Ressourcenextraktivismus, raus aus einer Oligarchie, die zynisch nur schaut, dass sie immer reicher wird. Und das bedeutet, ich mache es ganz kurz, das sind ganz konkrete Konflikte, eine Kapitalseite und eine Logik immer weiter zu wachsen. Ich bleibe bei diesen verschiedenen Sektoren, Mobilität, Ernährung, sich kleiden und so, Wohnungs- und Stadtentwicklung, da rauszugehen. Das sind ganz konkrete Kämpfe, nämlich wenn wir nach Berlin schauen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das ist Degrowth. Da soll zwar der soziale Wohnungsbau wachsen, aber Degrowth bedeutet, den Verfügungsanspruch der kapitalistischen Immobilienunternehmen zurückzudrängen über eine Bewegung und dann über institutionelle Politik. Da muss ja ein Gesetz gemacht werden und da muss ja massiv in Eigentumsverhältnisse eingegriffen werden. Das ist für mich der Witz von Degrowth. Also nicht schrumpfen, weil schrumpfen heißt in der Regel zulasten der Schwächeren, der Ärmeren, sondern den kapitalistischen Wachstumsanspruch der Kapitalseite zurückzudrängen. Und dann kommen ganz viele Probleme, die will ich nicht negieren, Beschäftigung, steuerliche Einnahmen, aber das ist aus meiner Sicht erstmal der Kern von Degrowth. I think that I agree on the idea that. Ich denke, das ist für mich genauso. Es ist ein bisschen schwer für mich zu sagen, aber ich denke, es ist genauso wie bei Feminismus oder vielleicht ähnlich wie bei Feminismus, wo man die kulturellen, sozialen und politischen den Hierarchiesektor und so weiter sehen oder auch die Welt sehen und auch im Feminismus mit einzubeziehen. Und die Wahrheit ist aber, es ist wirklich schwer, dieses Wort zu analysieren. Wenn wir es nicht mit einbeziehen, den Planeten nicht mit einbeziehen und die Wissenschaft, es ist nicht etwas, was wir denken, sondern jede Analyse, die wir haben von der Zukunft, hat die Grenzen des Planeten. Das bedeutet, es ist eine Wissenschaft, es ist ein Fakt, man kann es nicht verneinen. Und deshalb denke ich, dass das Problem hier ist, dass man das erste Mal in vielen, vielen Jahren haben wir hier Leute, die gegen den Kapitalismus sind, die nicht auf dieser Seite sind, sondern das ist eine Chance für uns,
auch diesen Link zu machen, diese Verbindung zu machen, auch nicht nur mit der akademischen Seite, da hatten wir nämlich lange auf unserer Seite, sondern auch die Art und Weise, wie wir das voraussagen können. Also nicht nur für den Planeten, sondern auch für die Menschen. Und das ist ein Fakt. Und heute sehen wir, dass die Degrowth Theory, also die verlangsame und auch die Deglobalisierung, vor Jahren aufgekommen, wenn man damit anfangen will. Weil da hat jemand drüber geschrieben, auch über Degrowth und vielleicht auch etwas anders. Aber diese Theorien sind ein Teil davon. Das ist nämlich, die sind logisch und deshalb finde ich und unterstreiche ich das nochmal, dass das wichtig ist. Und das ist eine Herausforderung und herausfordernd auch für die verschiedenen Klassen und um hier auch, deshalb müssen wir tief da rein steigen und springen und mit einem offenen Gedanken drangehen. Und dann die Veränderung anbeginnen. Yes. So, oder würde ich nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, die Herausforderung für uns ist vor dem Hintergrund der jetzigen Situation, in der wir gerade sind, mit dem, was sozusagen in diesem Herbst da auf uns zukommt, die Teuerungs-, diese enorme Teuerung, diese enormen Lebenshaltungskosten, die jetzt steigen. Also wie können wir das übersetzen, wenn wir das ernst nehmen, in konkrete Schritte und Strategien, um da präsent zu sein und Vorschläge zu machen, was man jetzt tut. Also wenn man sich jetzt eben anschaut, die Forderungen, die teilweise einerseits von den Regierungen gemacht werden oder auch von manchen Akteuren kommen, die eben sehr stark in Richtung Senkung von Mehrwertsteuern gehen, oder also für Lebensmittel oder für zum Beispiel Benzin, dann setzt das eben überhaupt nicht an dieser Degrowth-Idee an. Und daher ist, glaube ich, die Herausforderung für uns zu schauen, wie können wir da präsent sein und was bedeutet das für uns. Und da gibt es einige Vorschläge. Ich möchte schon ein bisschen berichten und vielleicht so einen ersten Strategieschwenk machen. Wir hatten heute Nachmittag einen super spannenden Austausch mit vielen Bewegungen genau zu dieser Frage und eine Idee, die da zum Beispiel gekommen ist, also die wir auch konkret in Österreich diskutieren, aber ich weiß, sie wird auch in anderen Ländern diskutiert, ist zu sagen, die Antwort auf die steigenden Energiepreise, wo die Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Energierechnung zahlen sollen, ist eben nicht die Senkung der Mehrwertsteuer oder irgendwelche Einmalzahlungen, sondern das ist dorthin zu gehen und zu sagen, es braucht eine Energiegrundversorgung für einen sozusagen Alltagsverbrauch, den eben ein Haushalt hat und der wird sozusagen bereitgestellt in einer öffentlichen Art und Weise und alles darüber hinaus ist sozusagen dann Luxuskonsum und soll dann auch also mit Marktpreisen bezahlt werden, um sozusagen hier zu beginnen, auch diese Frage zu stellen, wie organisieren wir dieses Feld und was sind unsere Antworten? Und ich glaube, das ist dann sozusagen das konkret zu übersetzen und da reden wir dann vielleicht nicht, wenn wir diese Forderung vorstellen, also wir sagen in Österreich Energiegrundversorgung, dann reden wir nicht im ersten Schritt über Degrowth, weil das jetzt in dem Moment, wo die Leute sich kaum mehr die Energierechnung leisten können, etwas ist, was sie nicht verstehen und auch die breite Masse nicht versteht. Aber ich glaube, unsere Herausforderung ist, Vorschläge zu machen, die genau das aufgreifen und hier ansetzen in Bezug auf Forderungen und Strategien. Und danach zu den Strategien werde ich noch ein bisschen mehr erzählen, was wir da heute diskutiert haben. Alexandra macht jetzt die Dame, die einmal über das ganze Feld rennt, während ich eher mit den Bauern spielen wollte. Also Schritt für Schritt. Beim Schachspielen ist das ja wohl jetzt irgendwie, weil einer so, es ist doch wohl in Ordnung, ne? das Beispiel, okay. Ich dachte, man hat ja schon immer die Schere im Kopf, habe ich da was Falsches gesagt. Aber, Uli, du hast gesagt, Degrowth heißt nicht schrumpfen. Und dann hat Mara gesagt, ja, die Wissenschaft rechnet uns das vor, wir erreichen die Grenzen des planetarischen Möglichen. Wenn ich das zusammennehme, dann kann doch eine Umverteilung, das wäre ja sozusagen die Alternative. Das heißt nicht schrumpfen, sondern anders verteilen.
Das ist ja auch bekannt, die Reichen verbrauchen viel mehr CO2 und alle anderen Ressourcen als die Armen. National wie global. Wenn es aber sowieso die Grenzen des Wachstums jetzt schon erreicht sind und man oder überschritten sind, was uns immer wieder vorgerechnet wird, muss man nochmal darüber diskutieren. Aber erstmal nehme ich das als Prämisse. Dann reicht doch die Umverteilung nicht von reich zu arm, sondern ich muss tatsächlich schrumpfen. Hast du da eine Antwort drauf? Ja, das ist das, was der Philosoph Theodor W. Adorno mal die falsche Alternative genannt hat, nämlich wachsen oder schrumpfen. Und der Vorschlag von Degrowth wäre, Wohlstand anders schaffen. Natürlich brauchen wir Rückbau der industriellen Versorgungssysteme. Wir müssen von 50 Millionen Autos in Deutschland auf 5 Millionen runter. Das ist dramatischer Rückbau. Aber schrumpfen würde immer noch sich vorstellen, da sind dann weniger Autos, aber wir müssen gleichzeitig ein Wohlstandsmodell für Mobilität aufbauen. Also es geht nicht um die Straße und das Auto, es geht um eine gute, günstige, sichere, zügige Mobilität. Und dann ist es nicht mehr so dieses jetzt das Bestehende oder weniger davon, sondern was ganz anderes. Das ist nicht diese falsche Alternative. Ich würde ganz gern noch was sagen zu der These, ob das die Wissenschaft auf unserer Seite ist. Das mag für uns so sein, aber ich möchte noch mal in den Vorfragen, ich fand das sehr, sehr spannend, was formuliert wurde an Strategien, da ging es ja um die Gegenseite. Und aus meiner Sicht nimmt ja auch die Gegenseite, eine starke Fraktion der Gegenseite, die Wissenschaft für sich in Anspruch. Nämlich die Klimawissenschaft, wir müssen unbedingt dringend handeln. Und das ist eine Gegenseite, die wir dringend analysieren müssen, Theorie oder analysieren, nämlich das Projekt des grünen Kapitalismus. Dass es innerhalb von kapitalistischen Bedingungen die Ressourcenbasis verändert wird, Dekarbonisierung, Dematerialisierung, aber sonst bleibt alles gleich. Die Kapitalkräfte bleiben gleich, der Staat soll dem Kapital zuarbeiten, der Süden wird ausgeplündert. Esteban hat heute Mittag von grünem Kolonialismus gesprochen, grüner Extraktivismus. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Meine These wäre, für Deutschland, stärker noch wie für Österreich, ist dieses Projekt des grünen Kapitalismus für viele Menschen ziemlich plausibel. Das, was hier Habeck und Baerbock und andere, ich will jetzt nicht sagen labern, das wäre blöd, aber konstatieren, das hat ziemlich viel Resonanz in der Gesellschaft. Und das sollten wir ernst nehmen. Es ist völlig falsch, bitte kein Missverständnis, es ist völlig falsch, dass die meinen 50 Millionen E-Autos. Aber das macht was mit der Gesellschaft, das macht ein Vertrauen in ein Projekt, irgendwie kriegen wir das hin, dass es eben grün wird, dass wir den Klimawandel beschäftigen. Von daher würde ich sagen, mit den Hard Facts ja, aber wir müssen dieses Projekt des grünen Kapitalismus gut verstehen, weil aus meiner Sicht gewinnt es gerade richtig Fahrt und mit allem Falschen, das damit verbunden ist. Muss jetzt keinen Applaus geben, weil es ist ein ziemlicher Scheiß, den ich gerade gesagt habe. Also ziemlich dramatisch, ja. May I continue? Kann ich weitermachen? Eine wunderbare Sache, wenn wir uns Klimawandelgesetze ansehen, zum Beispiel von der UN, ist die Denkweise hinter der Reaktion darauf. Wir haben das Wissen darüber, was die Sektoren sind, was die Länder sind, was die Unternehmen sind. Wir wissen alles. Und die politische Reaktion darauf gibt es nicht. Das ist nicht, weil uns Wissen fehlt. Es ist eine ideologische Frage. Und diese ideologische Frage, was man sich denken muss, ist, für soziale Bewegungen ist das immer schwer, Dogma zu kämpfen. Und das Dogma ist, der freie Markt hat das einzige Recht zu entscheiden, wie verteilt wird. Für die meisten Menschen auf der Welt nach dieser Pandemie ist es klar, dass wir Intervention brauchen, einfach weil es notwendig ist. Aber es ist nicht einfach, das zu tun. Für mich die Denkweise dahinter ist, es gibt eine Theorie an der Linken, die uns gefällt, dass wir, die Linken, die Realistischen sind. Der Realismus heute ist, radikal zu sein, nicht moderat. Denn die Realität ist so radikal, wie wir selber sein müssen. Ich stelle jetzt mal noch mal eine Frage an dich. Weil irgendwie, wir sind schon wieder in dem gleichen Rhythmus, so jeder darf mal was sagen, das ist ja langweilig.
Ja, genau, das lasse ich mir natürlich überhaupt nicht zu. Also, Uli sagt, der technologische Wandel ist keine Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten oder einen vernünftigen ökologischen Zustand der Welt herzustellen. Das möchte ich mal sagen, das ist ja noch was ganz anderes, weil Klimawandel ist sozusagen das Minimum vielleicht, während ein vernünftiger ökologischer Zustand der Welt ist ja nochmal was deutlich mehr, da kommen ja ganz viel mehr Aspekte rein. Das lasse ich jetzt aber weg, weil ich ja nur Moderator bin. Also ökologischer Zustand der Welt herstellen funktioniert nicht über technische Lösungen, sagst du, sondern wir müssen im Grunde an die Marktlogik ran. Jetzt kommt meine Frage. Die Europäische Union sagt jetzt, wir machen einen Green Deal. Nämlich genau auf der Marktlogik versuchen wir, das Industriesystem ökologisch umzubauen. Die Frage ist, ist das ein Anknüpfungspunkt für eine Strategie, eine echte Strategie? Frage, ist das ein Anknüpfungspunkt für eine Strategie oder ist das ein Punkt, an dem man oppositionell intervenieren muss? Also, ja, das ist eine Strategiefrage. Es ist eine interessante Frage, weil ich habe jetzt gerade versucht, mich zu erinnern, wie viele Akteure, die hier im Raum sitzen oder auch nicht, sich rund um den Green Deal eingebracht haben und versucht haben, da zu intervenieren. Und das waren jetzt nicht die großen Massen, soweit ich mich erinnern kann. Ja? Also das hat aus meiner Sicht wahrscheinlich mit mehreren Dingen zu tun. Das eine ist, dass es sehr, sehr schwierig war, in diesem Prozess zu intervenieren, dass auch da was zu erreichen relativ schwierig ist. Und die Frage dann immer ist, und da sind wir dann auch bei der Frage, wenn man eine Strategie hat, wohin gibt man seine Ressourcen? Gibt man seine Ressourcen rein in eine Strategie, wo man vielleicht ein paar Dinge etwas verändert von doch vielen Elementen, die eben genau dorthin abzielen, was der Uli gesagt hat, also grüner Kapitalismus? Oder gibt man die Strategie in andere, gibt man seine Ressourcen in andere Bereiche hinein, die tiefer ansetzen, die an den Wurzeln ansetzen, wo man sozusagen diese Veränderung in Richtung einer anderen Wirtschaftsweise, in eine sozial-ökologische Wirtschafts- und Lebensweise, wo man da stärker vorankommt. Und ich habe den Eindruck, dass die Entscheidung viele Gruppen und Bewegungen getroffen haben, die Energie woanders hinzugeben, als sozusagen in eine minimale Veränderung eines Rahmens. Also wo hat man auch mehr Macht? Da kommt dann die Frage rein, ne? Wo habe ich Durchsetzungsmacht? Und das erleben wir immer wieder, ich kann es nur sagen, aus der Erfahrung auch von der handelspolitischen Arbeit, in der ich seit 20 Jahren drinnen bin. Also diese Zusammenarbeit auf der Ebene erfordert viel Kraft, da haben wir auch sozusagen breite Bewegungen immer wieder gehabt und auch Gewinne, also Sachen erreicht im Sinne von verhindern. Aber es ist eben in der jetzigen Phase also durchaus eine Herausforderung. Insofern habe ich den Eindruck, dass die Strategien der Bewegungen, die ich sehe und deren Teil ich bin, dass wir woanders ansetzen in Bezug auf diese Veränderung. Das ist das eine, was ich sage. Und ich wollte schon noch was zu dieser Frage, die vorhin diskutiert worden ist, noch ergänzen. Mich hat das Buch vom Harald Welzer, sein letztes, sehr inspiriert. Und ich fand das spannend, wie er auf der Basis seines Herzinfarktes diese Reflexion über die Frage, dass wir keine Kultur des Aufhörens mehr haben, gemacht hat. Und ich glaube, dass das schon auch ein Teil ist, den wir in unseren Strategien mit einbauen müssen, das zu entwickeln, wie kommen wir dorthin, dass wir eine Kultur des Aufhörens auch beginnen zu entwickeln. Und das heißt einerseits diesen Umbau und kollektive Lösungen und Antworten zu finden, aber ich denke mal so, warum ist das in Deutschland oder in fast allen Ländern nicht möglich, jetzt zum Beispiel nur mal auch weniger schnell zu fahren? Ja? Also jetzt, um für eine kurzfristige, sehr einfache Maßnahme. Ja? Was ist das so? Also, ja, und ich finde schon, sich mit dieser Kultur des Aufhörens zu befassen und die
Kultur des Aufhörens wird für uns in Europa eine viel größere Auseinandersetzung sein als vielleicht in anderen Regionen der Welt. Und dafür gewinnt man ja aber auch was. Aber ich finde das schon auch eine Frage, womit wollen wir auch aufhören? Nicht nur, womit wissen wir, sondern womit wollen wir? Womit wollen wir heute aufhören und das auch reinzutragen und mitzunehmen in unsere Kämpfe? Dankeschön. Wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du also, wir haben eher Durchsetzungsmacht, den Kapitalismus abzuschaffen, als den Green Deal zu beeinflussen? Ich gebe das mal an die anderen. Ja. Nein. Ich gebe das mal weiter an Marga. Juristen lesen ja andere Juristen, deshalb habe ich den Marx natürlich auch gelesen. Und für den ist ja das Aufhören, ich knüpfe da mal an, keine Frage der Kultur oder des guten Willens, sondern das Wachstum ist eine Frage der strukturellen Zwänge einer marktwirtschaftlich organisierten Konkurrenzwirtschaft. Über die Konkurrenz kann ich als einzelner Kapitalist, darüber hat er dicke Bücher geschrieben, nicht aus dem Wirtschaftssystem aussteigen, auch wenn ich das gerne möchte. Dann gehe ich nämlich schlicht pleite. Ich muss also mitmachen, ich muss rationalisieren, ich muss effektivieren, kann nicht aufhören, ich muss immer weiter, schneller, höher, dingens werden. Meinst du, mit einer Kultur des Aufhörens kommen wir weiter oder an welcher Frage des Wirtschaftens müssen wir denn in der Strategie ansetzen? Maybe I have a translation problem. Vielleicht habe ich ein Übersetzungsproblem. Ich verteidige die performative Ebene der Politik. Es gibt lange Prozesse, viele Schritte, die wir zusammen gehen müssen, nicht nur in Deutschland oder Spanien oder Chile, wo gerade eine neue Verfassung entwickelt wird, von der wir viel lernen können. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Politik immer noch viel Macht hat und wir müssen dahin zurückgehen, die Gesellschaft, wie Gramsci gesagt hat, zu ändern. Und ich glaube, es gibt die Möglichkeiten und es ist so offensichtlich, dass Klimawandel nicht die Lösung ist, dass der Krieg nicht die Lösung ist, dass die Ungerechtigkeit nicht die Lösung ist. Und wir müssen zurückkommen zu dem Narrativ von der Bourgeoisie, die sagt, dass die Welt aufgeteilt sein muss und es ist so offensichtlich, dass das nicht so sein kann. Ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, dass das eine falsche Lösung ist. Und wir müssen Grenzen setzen, gesetzliche Grenzen. Und das ist ein Problem in der Klimawandeldiskussion. Es ist nicht ein Problem von machen Unternehmen etwas oder tun sie es nicht. Es ist ein Problem von haben wir Gesetzen, von Multilateralismus, von schlechten Organisationen. Wir brauchen eine neue Art von Vereinten Nationen, neue Wege, Gesetze zu verabschieden, um Kapitalisten einzuhegen. Uli, ist das Recht jetzt die Lösung? Warte, ich meine, wir haben ja eben das Forum zur Demokratie gehabt und haben uns gefragt, wieso gibt es eigentlich diese ganzen Aufstiege von links unten nach rechts oben, die dann genau das Recht machen, was den Kapitalisten, den Unternehmen, der Wirtschaft, das ist ja inzwischen ein autonomes Subjekt in Deutschland, was der Wirtschaft nützt, ist das Recht das richtige Medium? Ich sag gleich was dazu. Harald Welzer Buch, ich habe mich sehr geärgert, als ich es gelesen habe, obwohl ich ihn Harald Welzer kenne, aber das erzähle ich beim Bier, wen es interessiert, warum diese Kultur des Aufhörens, so wie er es thematisiert, schräg ist. Ganz kurz zum European Green Deal. Ich möchte es erinnern, weil das ist, glaube ich, wichtig für unsere Debatte. Ursula von der Leyen hat den im Dezember 2019 vorgestellt.
denken wir mal, da gibt es Leute um sie herum, die das vorbereiten natürlich. Sie wusste ja schon ein halbes Jahr vorher, sie wird Kommissionspräsidentin. Das ist eine Antwort der Eliten auf die Klimabewegung. Nicht nur auf die objektive Krise, sondern auf die Politisierung, auf die Thematisierung der Krise. Als ich das davon gehört habe, und ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt danach, habe ich gedacht, hoppla, die reagieren in ihren Terms, ja, also grüner Kapitalismus, andere, aber sie müssen reagieren. Und dann hätte ich zwei Punkte der Umgangsweise, neben dem, dass es ein grün-kapitalistisches Projekt ist. Erstens, gibt es Elitendissense in den verschiedenen Themen, Landwirtschaft, Wohnen, industrielle Produktion, Mobilität und so weiter. Gibt es da Kräfte, die auch vielleicht ein bisschen was verschieben wollen? Das würde ich nicht unterschätzen, dass wir uns das anschauen. Das ist ja nicht alles ganz brutaler Kapitalismus, sondern da verschiebt sich ja was. Und das Zweite für uns relevanter wäre natürlich, gibt es Anknüpfungspunkte für progressive, emanzipatorische Politiken. Und diese Idee zum Beispiel, from farm to fork, also einer ökologischen Landwirtschaft, einer Ökologisierung der Landwirtschaft, kurze Wege zur Endverbraucherin, das ist ja erstmal eine ziemlich coole Idee. Aber die muss dann durchgekämpft werden, als nämlich wenige Monate danach die gemeinsame Agrarpolitik formuliert wurde, hat sich wieder die industrielle Landwirtschaft durchgesetzt. Und zwar voll fett, ja, weltmarktorientiert und so weiter. Aber ich würde es immer ganz kritisch sehen, so wie auch Alexandra. Aber auch da würde ich fragen, gibt es Ansatzpunkte, das ist jetzt nicht für eine gesamte Bewegung relevant, aber durchaus für Akteure, Akteuren, die im Landwirtschaftsfeld arbeiten. Und wir, gerade in Österreich gibt es da ja, oder Via Campesina gibt es ja starke Akteure. Das wollte ich noch gesagt haben und komme jetzt, ich hoffe, ich schaffe den Dreh, zur Frage von Kapitalismus und Recht. Kapitalismus aus meiner Sicht ist ja kein System, das überall herrscht. Sondern Kapitalismus bedeutet, dass zentrale Bereiche der Gesellschaft mit Profitprinzip, mit Kapitalinteressen organisiert sind. Mobilität, private Autoindustrie, Wohnsektor, habe ich bereits gesagt, Landwirtschaftssektor und so weiter. Aber es gibt immer in den Sektoren Alternativen. Wir haben heute eine ökologische Landwirtschaft. Wir haben heute ein öffentliches Verkehrssystem. Wir haben heute öffentlichen Wohnungsbau und so weiter. Und diese Kämpfe, diese Linie, die müssten wir stark machen. Also nicht zu sagen, raus aus dem Kapitalismus, weil der ist alles, sondern es gibt ja heute schon ganz viel Nicht-Kapitalistisches. Marga erwähnt Chile. In Chile ist der Bildungssektor komplett privatisiert. Und die Kämpfe jetzt sind, den Bildungssektor wieder öffentlich zu machen. Ich hoffe, der Punkt wird klar. Also wir haben ganz viele Ansatzpunkte, um diese Zumutung und auch dieses Systems, ich bin nicht naiv, was Andreas sagt, natürlich ist Kapitalismus, also das Kapital, eine unglaubliche Verwertungsmaschinerie, aber es gibt eben auch heute schon, würde ich sagen, Ansatzpunkte, Alternativen und ganz viel kämpfen wir. Und jetzt zum Recht. Ja, also erstmal wird der Kapitalismus über Recht abgesichert, aber das weiß der Jurist dann besser, das Recht ist selber ein Feld von Kämpfen. Und ich würde schon sagen, wenn es heute oder hoffentlich am 4. September in Chile eine neue Verfassung gibt, dann sind damit noch nicht die Kräfteverhältnisse verändert, dann ist noch nicht die Oligarchie abgeschafft, dann und so weiter und so fort. Aber es ist ein Terrain, von dem aus gekämpft werden kann. Und von daher würde ich dem Recht den Anspruch formulieren, dass es erstmal sehr herrschaftlich ist, aber auch, dass es da Möglichkeiten gibt, Macht zu binden. Ja? Aber mein Punkt wäre jetzt zu Marga und zu Andreas, nur auf das Recht zu setzen, da wären wir naiv. Sondern es braucht andere Mechanismen, es braucht die Mechanismen, dass Menschen massiv anders leben wollen. Das kann man ja nicht rechtlich festlegen, sondern es muss einen Wunsch geben in der Gesellschaft, diese Kack-SUVs nicht mehr zu wollen. Ja? Und dann braucht es das Recht, sie zu verbieten. Ja? Es muss einen Wunsch geben, nicht mehr so schnell fahren zu wollen. Und da braucht es die Regel, raus mit dem Tempo, also weg mit dem Tempolimit und so weiter. Da würde ich das Zusammenspiel sehen. Ja? Also nicht... Ja, genau. Und Herr mit vielem anderen. Das wäre der Punkt. Also wir dürfen jetzt nicht nur sagen, so rechtspositivistisch mit dem Recht machen wir es, sondern es braucht viel mehr in der Gesellschaft. Aber das Recht kann natürlich dann was festklopfen. Ich wollte schon eben, als Alexandra gesprochen hatte, sagen, wir sind im Grunde wieder bei der alten Diskussion um die Frage Reform oder Revolution. Und zu meiner großen Überraschung nimmt jetzt Uli die Position des Reformers ein, des Sozialdemokraten. Okay, das kostet mich ein Bier. Während Alexandra die Position des Revolutionärs einnimmt. Bitte? Der Revolutionärin, gut.
Sie haben das Wort. Siehst du dich in dieser Position? Der Revolutionärin? Ja, wir haben noch nicht eröffnet fürs Gesamtpublikum. Das kommt erst nachher. Die können ja da stehen, das stört ja nichts. Ja, ich denke ja immer, es braucht ja viele Elemente. Ne? Also ich bin immer eine, die so gerne in Und-Perspektiven denkt. Und ich denke, insofern würde ich dem auch zustimmen, was der Uli gesagt hat, dass es immer darauf ankommt. Ich würde gerne noch einmal diese Brücke zurückschlagen, um das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen und vielleicht von unserer braucht es das oder das oder das Frage vielleicht zwei, drei Perspektiven einzubringen und dann wäre es auch spannend vielleicht zu hören, was denn so sonst noch entstanden ist. Eben heute haben wir uns mit circa 30 oder 40 Personen getroffen aus verschiedenen Ländern. Die Einladung war, wir wissen, dass diese Teuerung im Herbst zu massiven Verwerfungen führt. Sie führt jetzt schon zu massiven Verwerfungen. Und die Frage ist, was werden wir tun? Und wir haben uns ausgetauscht, um mal zu hören, was sind denn so die Ansatzpunkte in den verschiedenen Ländern? Was machen da die Regierungen? Was machen die Bewegungen? Und was sind denn so unsere Perspektiven? Und das grundlegende Verständnis, glaube ich, das wir alle geteilt haben in diesem Workshop, war, dass wir da aktiv werden wollen, dass wir diesen Moment nutzen wollen und müssen, wenn wir auch nicht wollen, dass eben die Rechten und die extremen Rechten das dann wieder nutzen, so wie wir das von den Corona-Protesten kennen. Und dass unsere Herausforderung ist, mit konkreten Antworten und Vorschlägen, was denn die Lösung sein kann, dort hineinzugehen. Ich habe schon genannt, die Energiegrundversorgung wäre eine Möglichkeit, die wir in Österreich zumindest diskutieren. Das wird wahrscheinlich auch dann so von Land zu Land verschieden sein, wobei wir gesagt haben, es wäre auch gut, wenn wir ein paar gemeinsame Forderungen haben. Ich denke, die Frage der Lohnerhöhungen und da insbesondere für die Personen, die im Care-Bereich arbeiten, also im gesamten Care-Bereich von Bildung, Pflege, dass das ein wichtiger Bereich wäre. Also sozusagen, wie kann die Teuerung auch damit eine Antwort finden, indem die Menschen einfach substanziell mehr verdienen? Oder auch dann sozusagen Ideen, wie kann man im Herbst ganz, ganz reale Nachbarschaftshilfe oder Hilfe gegenüber Menschen, die vielleicht dann in kalten Wohnungen sitzen, die sich gewisse Dinge nicht leisten können, wie kann man auch dafür eine Antwort finden? Und das, glaube ich, das wäre so ein Ansatzpunkt, hier sozusagen zu schauen, was kann man da tun. In Österreich, in Großbritannien, in Frankreich, in vielen Ländern, das ist meine Wahrnehmung auch gewesen, dass sich viele der Gruppen hier zusammenschließen, dass da eben Attac mit globalisierungskritische Organisationen, mit der Klimabewegung, mit sozusagen den Frauen, feministischen Bewegungen, mit Gewerkschaften hier beginnen zusammen darüber zu reden, sich zu organisieren, um hier einfach sozusagen Antworten zu geben und dann auch auf die Straße zu gehen oder sich zu organisieren. Das wäre für mich sozusagen eine konkrete Strategie. Und das Zweite, das Zweite, was ich noch kurz sagen wollte, Sie weigert gibt auch sich, meine Rolle als Moderator anzuerkennen. Die Care-Krise. Alexander, ich bin lauter im Zweifel. Das hast du schon gemerkt. Ich bin lauter. Ich wollte noch die Care-Krise kurz erwähnen, aber ich kann darüber danach noch was erzählen. Das ist reine Höflichkeit. Okay, wunderbar. Es ist noch ein Punkt, den wir vorher vor diesen konkreten Sachen diskutieren müssen, finde ich. Einer von den Kolleginnen und Kollegen, die eben gesprochen haben, hat gefragt, wie sieht das denn aus mit den Gewerkschaften, Zusammenarbeit, Klimaaktivisten und Gewerkschaften. Ich mache das ganz konkret oder mache das auf dieser Ebene, die wir eben diskutiert haben, und dann kann man das konkret machen. Die Ebene, die wir eben diskutiert haben, der Kapitalismus schafft Wachstumszwänge. Die alte Arbeiterbewegung hat es hingekriegt, in diese Wachstumslogik soziale Interessen einzubauen. Auf zwei Ebenen, auf der Ebene des Rechts und des Sozialstaates, der sozialen Absicherung, und auf der Ebene der Mitbestimmung in den Unternehmen und Betrieben, auf der betrieblichen und unternehmerischen Mitbestimmung. Muss man nicht hingehen und versuchen, die Logik der Ökologie in die
Ökonomie einzubauen, das heißt auf der Ebene der Unternehmensentscheidung. Ist das eigentlich für einen Verein wie ATTAC so völlig ausgeschlossen und so jenseits aller Fantasievorstellung? Weil da habe ich überhaupt noch nichts zu gehört. Und muss man das nicht mit zusammen mit den Gewerkschaften machen? Da würde ich gerne eure drei Meinungen zu hören und dann kommen wir zur Care-Ökonomie. Du anfangen? You will start? Also ich bin jetzt über 50 Jahre alt und in den 90ern war es wirklich schwer, links ausgerichtet zu sein, besonders in Spanien. Und jetzt bin ich ganz glücklich, denn in meinem... Ich sehe auch andere Bewegungen. Die hatten wir vor 20 Jahren nicht. Also zum Beispiel die Gewerkschaften, die zusammen mit der Klimabewegung handeln. Und wir haben über das noch nicht geredet heute, und zwar die Taktik. Ich glaube, es gab zwar einen Workshop zur Intersektionalität, das Wort mögen wir zwar nicht so. Vielleicht sollten wir ein neues Wort erfinden. Und dann können wir die Idee eher akzeptieren, dass es verschiedene Levels gibt und ein gesamtheitliches Verständnis erarbeiten. Und es ist natürlich für jeden Kampf wichtig, nicht nur die Arbeiter, aber auch die Arbeitsblickwinkel, die Perspektive der Arbeiter mit einzubeziehen. Menschliche Ausnutzung, aber auch Frauen, Immigranten, indigene Menschen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Und zum Schluss möchte ich noch etwas sagen, das ihr alle wisst, ich möchte es aber noch einmal betonen. Mit all diesen Bewegungen zusammenzuarbeiten, außerhalb der eigenen Bewegung, ist etwas, das uns stärker macht. So können wir andere Perspektiven besser verstehen. Ich möchte nicht sagen, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich solidarisch. Wir befinden uns in unterschiedlichen Momenten, aber ich verstehe, dass euer Kampf und mein Kampf vielleicht der gleiche ist. Der Kampf wird vielleicht anders durchgeführt. Aber zum Schluss möchte ich noch eine wissenschaftliche Arbeit erwähnen, eines Professors an der Universität. Er hat einen Bericht erarbeitet. Und in der Forschung hat er herausgefunden, dass er Firmen empfiehlt, kein Homeoffice für Meetings durchzuführen. Denn Menschen können nicht kreativ sein, wenn sie einander nicht sehen. Und das ist eine tolle Arbeit von einer Universität. Also wir sollten miteinander sprechen, denn das ist das, was uns stärker macht. Wie Alexandra gerade sagte, wir müssen auf die Straße gehen im Herbst. Ja, aber ich finde gerade Österreich zeigt ja, dass es auch die Verbände sind. Eben Arbeiterkammer, Gewerkschaften, die auch in den Verhandlungen das schaffen. Also wir sollten auch, glaube ich, wegkommen. Es ist nur die Straße, sondern wo sind auch starke Akteure, die das dann gegenüber dem Staat durchkämpfen? Das aber nur in Klammern. Und zwei Gedanken zu den Gewerkschaften. Und auch der Unternehmensebene. Ich finde die Frage von Andreas sehr wichtig. Wir haben ja in der Ökologisierung mit allen Grenzen Erfahrung in Ländern wie Deutschland, Österreich, Spanien, dass es durchaus Unternehmen gibt, die ökologisch antreten. Also es gibt ja eben neue Unternehmen, die sind oft gewerkschaftlich nicht organisiert, aber neue Unternehmen, die ja Schwung reinbringen. Ja, das ist der Heini Staudinger in Österreich, das ist ein alter Patriarchat, schlechte Arbeitsbedingungen, aber der hat ja schon was gerockert in Österreich mit seinem Unternehmen und anderem. Also erstmal die Unternehmensebene, viel an Veränderung läuft über neue Unternehmen. Gewerkschaftsschwach, sage ich mal. Den bestehenden Großunternehmen, wenn ich jetzt dann vor allem an die Automobilindustrie denke, denen traue ich das nicht zu. Also meine Frage, ich werde immer wieder von Unternehmen eingeladen oder Verbänden vor allem, würden sie ihr Geschäftsmodell in Frage stellen? Das ist ja der Punkt. Würde Volkswagen das Geschäftsmodell in Frage stellen?
also nicht nur zumindest kleinere Autos bauen, die Profite machen sie mit SUVs, sondern weniger Autos zu bauen. Und da ist die Antwort bisher nein. Und auch von den Gewerkschaften ist sie nein. Und da muss deshalb vom Staat, finde ich, von der öffentlichen Hand, klare Vorgaben geben, ihr müsst rückbauen, mittelfristig. Und dann kommen alle Konkurrenzaspekte dazu, Weltmarkt und so weiter. Aber das muss schon eine Ansage sein, die kommt nicht von den Unternehmen, und zwar weder vom Management noch von den Gewerkschaften. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite, Gewerkschaften sind ja nicht homogen. Wir sprechen immer von Gewerkschaften und Labour Movement und so. Gewerkschaften sind ja selber hochgradig umkämpft. Und was ich spannend fände, gerade wenn jetzt eine jüngere Generation, die jetzt hier nicht präsent ist, aber im Raum oder auch in Diskussionen, wenn es jetzt einen Generationswechsel gibt innerhalb der Gewerkschaften, also innerhalb der Bürokratie, wo ja um die Politiken gerungen wird, dass dann hoffentlich junge Leute reinkommen, die ein bisschen was rockern wollen. Ne? Es ist ja nicht, also dass da wirklich gekämpft wird, wie weit geht eine soziale, ökologische Transformation mit allen Zwängen, die Gewerkschaften haben. Ich bin nicht naiv, ja. Aber die sie haben, wo sie, können sie ans Limit gehen, dass sie dann doch die soziale, ökologische Transformation vorantreiben. Also mein Punkt wäre, nicht von den Gewerkschaften zu sprechen, sondern dann genauer hinzuschauen und die Verdi Fridays for Future Bündnisse, das ist ja emblematisch für Deutschland, ja, öffentlicher Verkehr stärken, da genauer hinzuschauen, mit welchen Abteilungen, mit welchen Akteurinnen und Akteuren in den Gewerkschaften kann man agieren, sonst bleibt man bei so einem riesen abstrakten Koloss Gewerkschaften. Aber das war eigentlich gar nicht meine Frage. Ich gebe dir jetzt nochmal, ich konkretisiere meine Frage nochmal. Und ich habe nach den Gewerkschaften gefragt, aber ich habe eigentlich was anderes ausgeführt. Nämlich die Frage, kriege ich die ökonomische Logik in die Unternehmen? Und natürlich nicht dadurch, dass die Unternehmen das freiwillig machen, sondern dass ich sie zwinge, ökologische Interessen, so wie sie früher gezwungen wurden, Arbeitnehmer- oder Arbeitnehmerinneninteressen zu berücksichtigen, bei ihren Unternehmensentscheidungen zu berücksichtigen. Das wäre doch ein riesiger Schritt. Wer hätte Lust, für das Gehalt eines Professors bei VW im Aufsichtsrat zu sitzen? Ich frage mal einfach so hier in die Runde. Niemand, das ist aber bedauerlich. Ja, lass sie doch. Ich hab gesagt, eine Stunde diskutieren wir und dann geht ins Publikum gegeben. Ich lasse mich doch jetzt nicht unter Druck setzen. Was ist denn das für ein Quatsch? So. Da werde ich ganz empfindlich, wenn jemand versucht, mich unter Druck zu setzen. Dann eine Stunde, nachdem wir haben bis 25 nach, ich höre gleich auf, aber bis 25 nach haben wir die erste Runde gemacht. So. Ja, ganz schwierig. Also, genau, aber ich wollte diesen Gedanken noch bringen. Also, Mitbestimmung von Vertretern ökologischer Vereine, das wäre die Idee. Und jetzt kommst du noch mal zu der Frage und zur Care-Revolution. Ich bin jetzt sozusagen gespalten zwischen das noch zu erzählen und einen Schritt der Veränderung zu machen und das Wort hier zu übergeben. Ja, dann gehe ich jetzt in die weniger arbeitsame Rolle. Auf beiden Seiten dürfen sich Menschen hinstellen, die Diskussionsbeiträge haben oder Fragen haben. Es gibt also ein Mikrofon auf der Seite und es gibt ein Mikrofon auf der Seite. Wir werden dann abwechselnd zu Wort kommen. Ja, wenn da keiner steht, kommen die dran. Aber wenn da einer steht, kommt der dran. Und, oder die. Und die nächste. Und wir haben natürlich eine Redezeitbegrenzung von 2 Minuten. Wir haben uns ja auch daran gehalten, hier im Wesentlichen kurz zu reden. Das solltet ihr auch bitte tun, damit wir hier damit wir in dieser fließenden Diskussion bleiben. Also, bitteschön, auf der Seite. Dankeschön. Ich würde es auf Deutsch machen. Also keine Feindseligkeit hier, auf jeden Fall nicht. Ich wundere mich sehr, dass wir so viel über Inhalte geredet haben, weil ich dachte, wir reden über Strategie und das bedeutet für mich, über Machtaufbau zu reden. Ich würde einer Sache definitiv zustimmen, die hier am Anfang gesagt worden ist. Wir haben unheimlich viel Wissen in diesem Raum. Wir wissen, wie man gerechte Politik macht. Die Frage ist, wie schaffen wir es, die Kraft aufzubauen, um diese auch wirklich umzusetzen? Ich bin Klimaaktivist, ich mache Strategie bei FFF Deutschland. Da muss ich von einer Bewegung reden, von der ich selber sehr frustriert bin, über die ich mich sehr ärgere, weil sie stirbt, weil sie quasi jetzt schon tot ist, gerade zu diesem Zeitpunkt und zum Global Strike mal wieder was machen wird, aber eigentlich basically nur 2 große NGO-Demos pro Jahr organisiert. Und das bei einer Bewegung, die mal so machtvoll war. Der Klimastreik als Strategie war
großartig. Wir haben allein in Deutschland, aber global war es riesig, 1,4 Millionen Leute auf die Straßen bekommen an einem Tag. Wir haben die Perspektive 2019 gehabt, dieses Land lahmzulegen. Und dann kam die Pandemie. Also worauf ich hinaus will ist, was wir brauchen, ist eine Massenbewegung. Und was wir vielleicht final brauchen, ist so etwas wie ein Generalstreik. Ich weiß es nicht, darüber kann man sich streiten. Aber ich glaube, wir brauchen einen Weg dahin. Und ich sehe gerade nicht die Bewegung, die das umsetzen kann. Entschuldige, ich dachte, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen mache ich schnell. Und schlussendlich ist da die Frage. Ich als FFler, ich glaube an den Gedanken des Schuleschwänzens, des Unischwänzens. Nur bin ich jetzt Student und kein Schüler mehr und es gibt irgendwie kein Äquivalent zum Klimastreik in der Uni. Also werde ich meine Uni besetzen. Also werden wir Unis in der ganzen Welt besetzen. Und in Europa hundertfach. Das ist die Bewegung, die wir gerade aufbauen, End Fossil Occupy. Wir sind morgen von 10 bis 12 in irgendeinem Raum, das findet ihr sicherlich. Aber darüber würde ich gerne reden. Wie schaffen wir es, eine Massenbewegung aufzubauen? Wie kommen wir weg von appellativer Bewegungspolitik zu People Power? Die Seite bitte. Je parle en français. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont restés. Un peu éclairé. Wir sind nicht in einer Demokratie, wir sind in einer Oligarchie, die von den Nationalmacht unterdrückt. Eine Möglichkeit ist in ganz Europa eine kollektive Aktion zu organisieren. Europäische kollektive Aktion. Und um in Europa eine kollektive Aktion zu haben, müssen wir uns noch andere Möglichkeiten geben. Wie kann man von Ökologie in der Firma, in dem Unternehmen sprechen? In dem Unternehmen zählt nur die Bilanz, zählt nur das Geld. Es zählt nicht die Arbeit. Es zählt nicht, wie viel man auch für den Klima Energie ausgibt. Viele Menschen arbeiten auf dem Thema, über dem Thema, die Umwelt und eine Klimabilanz, eine Umweltbilanz und eine Sozialbilanz zu haben. Und ein dritter Punkt für Europa, um Europa aufzubauen, ein Europa aufzubauen, brauchen wir das, was die Arbeiter vor 100 Jahren aufgebaut haben, dass wir zwischen uns, um uns zu verstehen, wir das Esperanto benutzen. Weil es die einzige Möglichkeit ist, zu kommunizieren, ohne uns misszuverstehen. Wenn noch, sagen manche Tax und denken, sind die Steuern und sagen Betriebsrat und übersetzen Works Council und das ist nicht ein Betriebsrat. Ich spreche auf Deutsch und wollte sagen, ich habe hier viel Interessantes gehört bei dieser ESU, zum Beispiel die Veranstaltung zum Wohnen, Menschenrecht auf Wohnen und dass es keine Obdachlosigkeit gibt und wie schwierig das in sämtlichen europäischen Ländern oder weltweit auch ist. Aber wir haben jetzt hier über eine Stunde über Visionen gesprochen und über Möglichkeiten, eine Welt zu schaffen, die nicht untergeht für die Menschen oder überhaupt für das Leben. Und über Frieden und Abrüstung ist gar nichts gesagt worden und das ist eigentlich mein Thema immer, dass ich unbedingt dafür bin, dass demilitarisiert wird. Jetzt haben die Rüstungskonzerne Riesenprofite gemacht, das Grundgesetz in Deutschland wurde geändert und 100 Milliarden wurden so über Nacht fast aus dem Hut gezaubert und da habe ich mir gewünscht, dass die Massenbewegung auf der Straße ist. Ja, und damals, als der Irakkrieg begann, bevor der begann, da war das erreicht worden, dass die Friedenskräfte auf der Straße sind. Und jetzt gibt es weltweit Kriege und Aufrüstung. Die Atomwaffen sind wieder zu einer Gefahr geworden, über die auch täglich gesprochen wird. Die Atomwaffen, die in Büchel lagern, sollen durch modernere Atomwaffen
ersetzt werden, die zielgenauer sind. Somit ist auch so ein Krieg auch die Gefahr noch größer. Also ich finde, dass das unbedingt mit in diese Strategie für Attack in das ganze Programm mit reingehört. Danke. Ja, danke vielmals. Ich spreche in Deutsch. Ja, ich habe etwas bemerkt, was ich, mich erstaunt hat. Von Pan-European Movement ist offensichtlich nicht sehr viel bekannt. Eumanns ist eine selbstorganisierte Vereinigung, parallel zu den EU-Institutionen, eine zweite Kammer der EU, die selbstorganisiert die Punkte hervorbringt und betont, um denen eine Sprache zu geben für die dort eingebrachten Probleme. Und wenn wir jetzt irgendwelche Lösungen ansuchen, zum Beispiel gutes Leben für alle, dann ist zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen eine Möglichkeit, die man also dort einbringen kann und von denen wir bei Eumanns auch schon gehört haben, das würden sie unterstützen. Bei einer EU-Referendum werde bedingungsloses Grundeinkommen der erste Kandidat nach einer entsprechenden Erklärung müsste man dann an einem Tag in ganz Europa mit Ja oder Nein abstimmen können und mit Sicherheit wäre das bedingungslose Grundeinkommen von Bürger und Bürgerinnen ein Eckstein, mit dem man beginnen kann. I'm gonna speak English. Ich werde auf Deutsch sprechen. Ich denke, wie viele hier, war ich sehr überrascht darüber, über die ganze Stunde eigentlich, weil ich sehe da oben, da steht Strategy Debate, also Strategiedebatte, und über, wir haben noch über gar keine Strategie geredet. Wir haben, es ist nicht, wohin wir gehen wollen, sondern wir müssen darüber reden, was für eine Vision wir haben. Bitte, 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 wir möchten mit über Strategie reden. Also das war die erste Person, die geredet hat, aber ich sehe auch nicht Mosaik, ich sehe auch nicht Rainbow. Wo ist der Rainbow, wo ist der Regenbogen? Und ich sehe, und es gibt hier junge Leute, wie Uli schon gesagt hat, und ich bin böse, warum ich hier jetzt stehen muss und das sagen muss. Also ich habe eigentlich keine Sache, die ich noch dazu fragen möchte, sondern ich möchte es sagen, und ich war bei vielen Workshops gestern und unter anderem mit Leuten aus, wie war der Name nochmal? Von Malis. Von Malis aus Portugal. Sie ist 20 Jahre alt. Und meine, also was ich möchte, und ich hoffe, dass die Leute hier im Publikum auch zustimmen, dass wir eine Liste haben und bitte, dass wir zum Podium möchten und eine Liste haben, über die wir sprechen möchten. Vielen Dank. Und wir sehen, dass wir viel Zustimmung haben. Also bitte, tun wir das doch. Ich habe eigentlich schon geredet, aber wenn ich noch irgendwas beitragen kann. Ja, aber jetzt machen wir erst eine kurze Pause natürlich, weil sehr viele Fragen auch gestellt worden sind hier, die vom Podium beantwortet werden können. Sorry, kannst du was beantworten? Fängst du an? Thank you for the initiative. Vielen Dank für die Initiative. Ich habe nur einen Gedanken und ein Unwohlsein. Der Gedanke ist, wenn wir über Unternehmen reden, dann, weil es um Demokratie oder Nicht-Demokratie ging, wir haben ja ganz viele Unternehmen, die viel verantwortlicher sind politisch, wenn wir über den öffentlichen Sektor sprechen. Ja, es ist doch nicht alles privatkapitalistisch organisiert und profitorientiert und den auszuweiten, den öffentlichen Sektor. Ja, zum Glück fährt man hier in Mönchengladbach mit Öffis hierher, die nicht profitorientiert sind. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Oder ich weiß es nicht, ob es so ist, Entschuldigung. Dann habe ich. Okay. Aber mein Unwohlsein. Ich nehme das, dreimal ist jetzt zur Massenaktion aufgerufen worden und ich halte das für ganz wichtig.
Und ich halte es für ganz wichtig, darüber nachzudenken, warum sind die Fridays for Future vielleicht gescheitert. Aber das ist nicht der Ort hier. Der Ort muss sein, kleinere Gruppen, wo dann, das haben wir vorhin mit Scientist Rebellion auch gemacht, wo sehr spezifisch, das war mein erstes Statement, wo sehr spezifisch darüber nachgedacht wird, wie kann Strategie entwickelt werden? Also ich finde, dass das als Scheitern bei manchen empfunden wird, dieses Podium, diese Veranstaltung, ist aus meiner Sicht notwendiges Scheitern. Weil wir können in diesem Rahmen nicht über Strategieentwicklung sprechen, in dem Sinne, da haben wir den Horizont, wir wissen noch nicht mal genau, haben keine Einheit über den Horizont und jetzt gehen wir los und gehen dahin. Und schon gar nicht, wie wir uns organisieren. Das muss an anderen Orten geschehen. Ich verstehe die Einladung so, dass wir hier drüber nachdenken, was ist auch die Komplexität, was müssen wir bedenken, wenn es um Strategieentwicklung geht. Aber nicht, dass wir hier heute Abend irgendwie Strategieentwicklung betreiben. Aus meiner Sicht geht es strukturell nicht, weil dazu ist es, ich will das nicht uns entmächtigen, Strategien sind wichtig, aber dazu müssen wir in die einzelnen Felder, in die einzelnen Konflikte schauen. Das kann man nicht overall machen oder wir reden einfach nur blöd daher und reden abstrakt daher. Und ich finde es gelungen, dass wir das bisher nicht gemacht haben, sondern dass wir versucht haben, ein paar Einsatzpunkte zu finden. So viel mein Unwohlsein. Ja, ich möchte nur noch was Kleines hinzufügen. Als wir überlegt haben, wie wir das Plenum hier aufbauen sollten, also danke, dass Sie hier dazugekommen sind, Alice. Weil ich finde, junge Leute sind natürlich sehr wichtig. Sie haben eine andere Perspektive, eine andere, auch andere Herangehensweisen. Das ist auch wichtig. Und das war aber nicht das Ziel heute über die verschiedenen Strategien. Also, weil woher wir kommen und die Aktion, die wir machen wollen. Und deshalb will ich nur eine Sache hinzufügen oder sagen. Generell kann man sagen, dass Leute wie ich, wir haben nicht die Macht, wir haben nicht die Kapazitäten, um Gewalt zu machen, um ja, Gewalt für diese Bewegung zu machen. Wir sind schwach, wenn es um Konfrontieren geht, aber um gegenüber denen, die die Macht haben, gegen den Planeten und gegen uns. Aber normalerweise sind wir Leute, die in der Arbeiterklasse und so weiter, können wir eine Strategie machen. Das heißt, das ist klar. Wir müssen aber Allianzen aufbauen und ein Netzwerk. Und das heißt auch Leute, die darunter leiden. Wir müssen, das ist essentiell. Essentiell für jede Strategie, egal welche Strategie, die damit einbezogen sind. Zweitens, und dafür bin ich sehr offen, auch darüber zu diskutieren, ist ein gerechtes Recht zu haben. Und das ist auch wichtig für die Arbeitsbewegung, für die ArbeiterInnenbewegung. Und das ist die einzige Art und Weise, uns zu schützen und um uns zu schützen, die wirklich dabei mitmachen wollen und auch bei diesen Bewegungen mitmachen wollen. Das heißt, diese zwei Punkte sind wichtig, Beziehungen aufzubauen, Netzwerk und auch hier dieses, das ist die Basis für jede Strategie, um auch hier den Diskurs zu ändern. Vielen Dank. Kann die Frustration, die von manchen hier ausgedrückt worden ist, nachvollziehen. Ich glaube, ich teile sie ein Stück weit insofern, als dass ich selber merke, der Moment, in dem wir gerade sind, ist einer, wo dieser Wunsch da ist, gemeinsam über den nächsten Schritt zu diskutieren. Und ich weiß, dass wir auch alle viel in unseren jeweiligen Workshops diskutiert haben, dass es Ideen gibt, dass es auch Vorschläge gibt, die hier teilweise auch schon genannt worden sind. Und vielleicht ist es auch für uns in der Zukunft die Herausforderung, diese Räume auch ein Stück weit anders zu gestalten und kollektiver gemeinsam darüber zu reden. Was sind denn unsere Ideen und unsere Vorschläge, um dann auch rauszugehen, vielleicht mit mehr konkreteren nächsten Schritten. Insofern kann ich das nachvollziehen und ich möchte noch eine konkrete Strategie und nächste Schritte, die in den feministischen Gruppen diskutiert worden, kurz einbringen, weil eben die Care-Krise auch eine ist,
die massiv ist, also die Situation von jenen Menschen und vor allem Frauen, die eben im Pflegebereich, in der Bildung arbeiten, auch die unbezahlte Care-Arbeit. Und das, denke ich, ist auch ein Bereich, der einfach extrem wichtig ist. Wir haben in Österreich hier auch begonnen, mehr dazu zu arbeiten im Sinne der Vernetzung und der Allianzenbildung mit der Initiative Mehr für Care. Und ein Element, das wir diskutiert haben und wo es einen Prozess gibt, ist der feministische Streik, also mit der Idee 2024, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einen europaweiten oder weltweiten feministischen Streik zu organisieren. Und das ist klar, wenn man so einen Streik aufbaut, dass das auch längere Zeit braucht. Zumindest sind die Frauen und Feministinnen, die hier waren, wo wir das gemeinsam diskutiert haben. Und das wollte ich mal einbringen, weil es jetzt von den Gruppen, die hier auch dabei waren, selber noch nicht genannt worden ist in einem dieser Beiträge. Danke. Jetzt haben wir wenig, wir haben wenig die Fragen beantwortet, vielleicht, oder die Einwände und Statements dazu gesagt. Vielleicht macht ihr das in der zweiten Runde nochmal. Das war jetzt erstmal irgendwas anderes. 2 Minuten, wie alle anderen auch. Wir halten uns kurz. Working? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Mein Name ist Alice, ich komme von Fridays for Future Portugal. Und was ich sagen wollte, ich spreche nicht über ein Versagen von Fridays for Future. Das ist keine Diskussion, die wir haben müssen. Und nicht, warum ich hier bin. Ich bin eine militante Aktivistin für Klimagerechtigkeit. Darüber spreche ich. Ich spreche nicht über das Versagen von Fridays for Future. Alles, was wir getan haben, hat versagt. Und wenn wir über Strategie sprechen, wir sprechen über Reduzierung von Emissionen, den Kampf für das 1,5-Grad-Ziel und nicht aufhören. Denn aufhören würde zu bedeuten, den Kampf gegen Kapitalismus zu beenden. Alles, was wir tun, um Kapitalismus loszuwerden, läuft auf eine Revolution hinaus. Ein Wort, das ich hier noch nicht gehört habe. Und diese Diskussion, die wir haben, stellt sich die Frage, warum funktionieren Dinge nicht? Nicht nur in der Jugendbewegung. Jeder Teil jeder Bewegung sollte verschiedene Dinge ausprobieren und nicht seine Visionen verlieren. Und immer wissen, wir haben diese Deadline, zu der wir alles erreicht haben müssen. Publikum, ne? Das, und ihr macht dann gleich nochmal in der nächsten Runde weitere, nochmal aufgreifen von ihm. Achim. Ja, ich spreche auf Deutsch. Mein Unwohlsein an dem, was ihr hier auf dem Podium an für sich guten Ideen und Vorschlägen vorgebracht habt, ist, dass ihr nicht über die limitierte Zeit gesprochen habt, die wir haben für Veränderungen. Der letzte IPCC-Bericht sagt auch, dass wir so innerhalb von 10 Jahren radikale Reduzierung von Emissionen und Naturverschwendung erreicht haben müssen, um ein Überleben von Menschen auf diesem Planeten zu sichern. Und Uli, wenn du davon redest, sozusagen, es gibt Alternativen, ja, aber es wird nicht möglich sein, dass diese Alternativen in dieser kurzen Zeit hegemonial werden. Und du hast auch gesagt, wir haben schon sehr, sehr viel Wissen. Ja, Fridays for Future hat versucht, mit diesem vielen Wissen, dieses Wissen an die Politik heranzutragen und sie davon zu überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen. Sie mussten erkennen, dass das sehr, sehr, sehr begrenzt nur wirkungsvoll ist. Teile der Klimabewegung fangen an zu sagen, das reicht uns alles nicht mehr. Wir müssen anfangen, die Infrastruktur selbst anzugreifen. Das wird sehr unschön werden, weil die Staatsgewalt reagieren wird. Und die meisten von uns werden sich daran nicht beteiligen wollen, weil das wirklich eine gefährliche Geschichte ist. Aber wir müssen uns überlegen, wenn Teile der Klimabewegung solch einen Weg einschlagen,
in welcher Art und Weise wir damit solidarisch sein können, damit sozusagen das nicht zerstört, diese Ansätze nicht zerstört werden. Und darüber müssen wir auch nachdenken. Danke. Ich rede auf Deutsch. Erstmal auch vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Und ich war auch bei sehr vielen guten Workshops, unter anderem zur Intersektionalität oder auch Islamfeindlichkeit in Europa. Und auch auf den größeren Panels hier habe ich vor allem gehört, dass wir als soziale Bewegung, wenn wir globale Probleme angehen wollen, nicht weiter so weiß sein können, nicht weiter so eurozentristisch sein können, dass wir irgendwie auch die Frontline-Communities und vor allem die marginalisierten Gruppen unterstützen müssen. Und dazu würde ich gerne auch noch irgendwie mehr hören, weil ich irgendwie das von allen SpeakerInnen aus dem globalen Süden, von den Frontlines als Aufschrei gehört habe. Und ich denke, dass wir das ernst nehmen sollten, auch wenn jetzt nur noch wenige von Ihnen hier sind. Ja, mein Name ist Manfred, ich komme aus Krefeld, spreche Deutsch, wie man hört. Ulrich, du bist hier freundlicherweise als die sozialdemokratische Flanke bezeichnet worden. Du hast hier Gastrecht. Ich habe mich eigentlich gemeldet zu den Gewerkschaften, weil da habe ich ein bisschen Ahnung von. Aber als du wiederholt von den Öffis sprachst, schwoll mir der Kamm. Alles, was denen einfällt zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets, ist ein um das Sechsfache erhöhter Preis, ca. 70 Euro, sagen sie. So können wir das bewerkstelligen, sagen sie. Wer in Deutschland wiederholt schwarz fährt, wir haben hier das Gesetz der Ersatzvornahme oder der Ersatzstrafe, so, landet im Knast. Und das organisieren die mit ihren Kontrolleuren. So viel zu den Öffis. Zu den Gewerkschaften. Also das ist noch ein Traum, eine Illusion aus den 70ern, 80er. Ich war damals beteiligt als junger Gewerkschafter, dass wir geglaubt haben, in den Gewerkschaften was drehen, was bewegen, was verändern zu können. Das haben wir auch geschafft. Verwaltungsstellen der einzelnen Gewerkschaften in den jeweiligen Kommunen oder für die Region, für die sie zuständig sind, machen heute dies und das, was die Betriebsräte in Betrieben von ihnen einfordern. Mitgliederversammlung, demokratische Willensbilligung, niente. Da findet nicht viel statt. Da ist nichts mehr. Was haben wir für eine Situation? Schröder hat in Davos davon gesprochen, dass er den größten Niedriglohnsektor Europas hier in Deutschland implantiert hat. Die Gewerkschaften machen Häuserkämpfe seit Jahrzehnten. Ein Haustarifvertrag neben dem anderen wird verteidigt. Es gibt kaum noch flächendeckend gültige Tarifverträge. Das ist die Situation. Wir sind nicht mehr in den 70er, 80er Jahren. Wir haben eine ganz andere Situation in den Gewerkschaften. Vor einigen Wochen wurde eine neue Vorsitzende gewählt vom DGB, von den DGB-Gewerkschaften. Da sind mal Zahlen genannt worden. Die Mitgliedschaft hat sich geviertelt, etwa. Da ist nicht mehr viel. Die haben zu tun, überhaupt noch Mitglieder zu bekommen. Das ist die Situation. Danke. Jetzt wieder die andere Seite. Je parle en français. Ich spreche auf Französisch. Hallo, ich heiße Noémie. Ich bin Aktivistin für soziale Gerechtigkeit in klimatische Gerechtigkeit in Frankreich. Vielleicht habe ich nicht ganz die Ziel dieser Plenarsitzung verstanden. Wollen wir zusammenlaufen? Wollen wir zusammen angreifen? In was für eine Art von Struktur wollen wir uns organisieren? Denn was ich jetzt hier ist eine Diversität von Meinungen. Aber wenn ich all diese different Visionen sehen möchte, kann ich das Buch, kann ich Attacs Homepage lesen, Bücher von Attac lesen?
aber ich weiß nicht, ob das, was Alice sagt, Menschen sich da wiedererkennen, was Ulrich gesagt hat, sich da Menschen wiedererkennen. Wie kommunizieren wir, wie organisieren wir uns? Ich habe das Gefühl, dass wir nur sprechen und eine Menge an Visionen an verschiedenen Ansichtspunkten sammeln und uns nicht verständigen und es macht müde. Es ist einfach für mich, das jetzt zu sagen. Ich bin jetzt nicht hier in der Fazilitierung, wir sind ein großer Saal hier. Aber das, was im Programm hier angekündigt ist, ist noch nicht, was ich hier wiederfinde. Danke. I'll speak in English. My name is Niels, I'm from the Netherlands. Ich spreche in Englisch, ich komme aus den Niederlanden. Was mich hierher gebracht hat, ist der Kommentar von Fridays for Future über Macht. Und ich denke, eine Organisation wie Fridays for Future, die Streiks der Gewerkschaften emuliert und wenigstens versucht, über Macht und die Macht, die wir haben, nachzudenken. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Macht und Einfluss. Fridays for Future und Extinction Rebellion waren sehr einflussreich in der Art, wie wir nachdenken und wie wir über die Krise nachdenken, aber sie sind nicht mächtig. Und Gewerkschaften zeigen ihre Macht. Gewerkschaften zeigen ihre Macht, wenn Menschen Arbeit zurückhalten. Es gibt keine Möglichkeit von Bossen ihre Profite zu machen, wenn Menschen nicht arbeiten. Und Streik ist eine Möglichkeit, wie die Arbeiterbewegung Macht über andere hat. Und ich denke, als Klimagerechtigkeitsaktivisten müssen wir in diese Position finden, wo wir als Linke Macht in der Gesellschaft haben. Wir müssen diese Macht aufbauen, denn es wird eine schlimme Krise geben. Und wenn wir nicht bereit sind, diesen Kampf zu kämpfen und Macht aufzubauen, um uns gegen eine sehr schlimme Krise der das Leben zu verteidigen. Möchte jemand auf dem Panel darauf antworten, wie sehen wir uns selbst in den nächsten 6 bis 12 Monaten, wo wir Macht ausbauen können, die wir bereits haben, wie wir unsere Allianzen verbessern können, die bereits existieren? Und wie können wir neue Macht erlangen? Denn ich denke, das ist eine der Schlüsselfragen, die vor uns liegt. Krieg ist angesprochen worden und auch welche Kosten er jetzt verursacht, indem aufgerüstet wird. Aber es ist noch zu ergänzen, dass es nicht nur ein Krieg, in dem Russland die Ukraine angegriffen hat, sondern ein Krieg mit sehr vielen Stellvertretern ist. Es geht um den Kampf, um die Trikontinentale. Die USA sitzen mit am Hebel und sie sind auch schon bislang Gewinner, soweit dieser Krieg bisher gediehen ist. Und China steht im Hintergrund als der Staat, der bekämpft werden muss, um die Trikontinentale beherrschen zu können. Es ist auch über Sanktionen und deren Folgen gesprochen worden. Aber es fehlen ganz wichtige Aspekte. Durch die Sanktionen ist alles, was es an grüner Politik ansatzweise gegeben hat, nicht nur für den Moment, sondern für lange Zeit umgekehrt worden. Bestes Beispiel LNG. Was man da auf die Beine stellt, das wird man nicht irgendwann abstellen können oder wollen. Genauso die AKWs, die jetzt geplant werden und von der EU auch noch als nachhaltig gepriesen werden. Dankeschön.
Ich würde es, wir haben jetzt, glaube ich, auf der Seite noch zwei, ne, du, und auf der Seite niemanden mehr, oder doch? Nee, niemanden mehr, das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, ihr beide redet noch und dann müssen wir in die Abschlussrunde gehen, damit wir pünktlich um 10 Feierabend machen. Ja klar, in die Abschlussrunde heißt, ihr drei dürft nochmal, also ihr vier könnt nochmal was sagen. Ja, natürlich alle vier. Ja, hoffentlich ganz kurz. Es gibt verschiedene Stichworte, auf die ich irgendwie Zugriff nehmen könnte, aber erstmal das Stichwort Strategie. Wir hatten als alte Anti-Atom-Bewegung verschiedene Strategien in Deutschland, mit denen wir auch bestimmte Dinge erreicht haben. Und die Situation, die im Moment herrscht, Stichwort Herbst, der angesprochen wurde, Stichwort Energiesituation und Verteuerung, das führt leider dazu, dass verschiedene Leute, unter anderem auch aus der Friday for Future Bewegung, sich vorstellen können, die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke in Kauf zu nehmen. Verschiedene Leute, die früher mal eine grüne Farbe hatten in einer gewissen Partei, haben sich da, selbst Leute, die unsere Organisation in Gorleben mitgegründet haben, sprechen sich in anderer Art und Weise aus im Moment. Mein Plädoyer ist intensiv dafür. Im Zusammenhang Stichwort Degrowth möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es von der Internationalen Atomenergieorganisation im Klimagipfel COP 26 in Glasgow eine Veröffentlichung gab, in der das zentrale Statement war, dass die Atomindustrie dazu benötigt wird, den Status quo zu erhalten. Ich möchte einfach darum bitten, was immer im Herbst passiert und an Demonstrationen auf deutschen oder sonst wie welchen Straßen stattfindet, intensiv darum bitten, nicht zu fordern, irgendwelche Verlängerungen von Laufzeiten oder sowas zu machen. Wir brauchen eigentlich keine Argumente mehr liefern. Wir brauchen nur nach Saporizhzhia gucken und uns die Situation in Frankreich anzugucken, dann wissen wir alles. Thank you. Danke, Englisch, ja. Ich bin Luciana, ich bin von Attac Argentinien und mir hat wirklich gefallen, was heute passiert ist. Zwei Dinge, die ich mit mir mitnehme. Einerseits der Generationenunterschied und wir müssen respektvoll bleiben. Ich war 20 Jahre alt beim Kampf von Seattle, jetzt bin ich über 40. Ich war jung, als die Zapatistas aus dem Dschungel kamen und sagten, es gibt Alternativen. Und ich habe viel von älteren Menschen gelernt, denn sie glauben an gewisse Dinge. Wir brauchen nicht eine neue Kluft zwischen den Generationen. Das ist wunderbar, dass jetzt noch eine junge Person dort sitzt. Und ich höre zu, ich fühle mich zumindest jung. Ich war auch so und ich hatte viele Ideen, aber wir müssen respektvoll bleiben und keine Kluft schaffen. Und diese Frau dort ist wirklich super. Und zweitens, was ich mir merken werde, und ich habe das auch mit einigen Leuten diskutiert, die ich schon lange kenne, wir brauchen politische Diskussionen. Wir können nicht die gleichen Formate behalten mit dem Weltsozialforum. Da haben wir 5 dort, 7 Leute dort. Wir brauchen Raum für politische Diskussionen. Wir haben eine Alternativkrise. Niemand weiß, wo wir hinwollen. Wir haben kein Narrativ. Vor Jahren hatten wir ein Ziel, wo wir hin wollten. Das war während einer Krise. Und während dieser Krise brauchen wir eine politische Diskussion. Und so müssen wir uns in politischen Treffen treffen. Wir müssen unsere Unterschiede diskutieren, aber auch unsere Gemeinsamkeiten, die Strategien, Ziele, was auch immer, welches Wort man braucht. Darüber müssen wir sprechen. Und da sollten wir darauf hinarbeiten. Wir brauchen neue Formate, wo sich die Leute tatsächlich treffen und zusammenarbeiten. Und da sollten wir darauf hinarbeiten. Danke. Jetzt haben wir die Abschlussrunde hier nochmal auf dem Podium. Uli möchte gerne anfangen, dann lassen wir ihm natürlich auch das Wort. Ich spreche 30 Sekunden und gebe 1,5 Minuten an Alice, weil ich auch neugierig bin, wenn du nochmal erzählen möchtest, was am Workshop rauskam.
Ich habe die Vorbereitung, ich habe mich so vorbereitet, dass ich mir wünsche, dass alle hier mit vielleicht 3 Anregungen rausgehen und mit Ermunterung, dass wir sozusagen in unseren je konkreten Feldern weiter aktiv sind. Ich finde, dass ich den Titel, weil das kritisiert wurde, Unity, Mosaik, Rainbow, ich weiß nicht genau, was Rainbow ist, aber Unity und Mosaik, dass ich mit der These, dass wir Konfliktfelder uns anschauen, da eine Antwort drauf gegeben habe, dass es weder Mosaik noch Unity ist, sondern dass wir uns etwas anschauen sollten, weil das kritisiert wurde. Und mein letzter Punkt, weil jetzt das in der Diskussion kommt, ich will dem nicht ausweichen, aber ich nehme nur Stichworte. Infrastruktur angreifen, Frontier-Communities, marginalisierte Gruppen, Öffis, Gewerkschaften und 3 andere Themen, die sind doch so verschieden. Da muss man in jedem Thema eigene Strategiediskussion führen. Also ich will jetzt den Antwort nicht ausweiten, aber ich möchte nochmal den Charakter der Veranstaltung, so wie ich es verstanden habe, dass wir hier uns austauschen, was ist relevant und wo müssen wir daran weiterarbeiten, aber dass wir hier keine kollektive Strategiedebatte führen können. Ich hoffe, das war die halbe Minute und hoffe, dass Alice dann das hat. Danke. I prepare for a week long. Ich habe eine Woche lang vorbereitet und jetzt habe ich 25 Minuten über verschiedene politische Theorien sprechen wollen, aber das habe ich jetzt nicht getan. Das war sehr toll heute und das hat mich gefreut. Ich habe neue Ideen, die ich wirklich für meine Arbeit brauche, auch auf einer politischen Ebene. Und ich bin von einer Sache überzeugt. Wir sind in unserer Gesellschaft eine Minderheit in Bezug auf unser Gewissen. Und wir sind die, die wissen, dass die Welt nicht in die richtige Richtung geht. Und wir sind wichtig. Denn wir als Spezies, uns geht es nicht so gut. Wir haben, ich möchte noch einmal sagen, ich bin alt und ich lebte in einem Europa, in dem man nicht über Kapitalismus sprechen konnte. Das Wort an sich war verboten. Denn wenn, oder Feminismus meine ich, wenn man über Feminismus sprach. Und jetzt sehe ich die jüngere Generation, die uns herausfordert. Und das müsst ihr tun. Und da stehe ich voll und ganz hinter euch. Aber gleichzeitig glaubt an das 21. Jahrhundert. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Frauen. Das ist das Jahrhundert der Frauen. Das wird es, da bin ich sicher. Und wir müssen den Klimawandel in diesem Jahrhundert aufhalten. 2030 oder wann auch immer. Doch es gibt keine andere Option, es gibt keine Alternativen. Wir brauchen eine gemeinsame Strategie, um das zu erreichen. Und vielleicht jemand ist hier im Raum. Denn ich glaube, dass ihr euch nicht sagen lassen sollt, was zu tun ist. Denn wir leben jetzt in dem Moment, in dem wir noch etwas ändern können. Wir können Technologien für eine bessere Demokratie entwickeln. Wir können die Entscheidungsträger herausfordern. Und ganz wichtig, wir sind auf der rechten Seite und jetzt müssen wir es umsetzen. Jetzt müssen wir etwas tun auf die Straße. Und das allerletzte, Teil jeder Strategie ist Propaganda, mit anderen zu sprechen, Artikel zu schreiben, Wände anzumalen, Flyer zu drucken. Und das ist ein wichtiger Teil von jeder Strategie. Und ich bin sicher, das werdet ihr tun. Vielen Dank. Ich möchte mich dem anschließen. Ich finde auch, dass trotz allem diese Diskussion super und wichtig war, dass wir da gerade sehr, sehr viel lernen. Ich denke, es sind viele Vorschläge, Überlegungen vorgebracht worden und vorgestellt worden, Dinge, die teilweise schon konkret sind, manche, die noch nicht so konkret sind, aber die zeigen, in welche Richtung wir gehen, die, glaube ich, einerseits uns inspirieren und für mich auch ein Ausdruck sind, dass die Frage Unity, Rainbow, Mosaik vielleicht eine ist, die auch nie in einem Entweder-Oder zu beantworten ist, sondern immer in einem Und. Also
wenn, wenn das, was die Kolleginnen von Fridays vorgestellt haben, die Besetzungen der Unis und der Schulen beginnt, dann ist das super, wenn sie das beginnen zu tun, und das wird andere auch inspirieren, das zu tun. Und wenn andere einen anderen ersten Schritt setzen, dann wird das auch wichtig sein, genauso wie es wichtig sein wird, gemeinsam, was jetzt die Teuerung betrifft, hier auch koordinierter gemeinsam auf die Straße zu gehen. Insofern wäre mein Plädoyer, dass wir sozusagen eher in diesem Und diskutieren. Das ist das eine. Das zweite, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man nochmal jetzt auf der ESU auch dort, wo sozusagen konkrete Vernetzungen entstanden sind und wo Leute sagen, sie würden da gern dazukommen, weil sie da auch mit dabei sein wollen, dass wir einen Zettel aufhängen, zum Beispiel zu dieser Antiteuerungsgeschichte, wo wir jetzt ein Netzwerk haben und uns weiter austauschen werden. Und das gibt es wahrscheinlich für andere Dinge auch. Das ermöglicht allen, die jetzt vielleicht nicht in diesen Räumen waren und das wichtig finden, dann vielleicht auch dazu zu kommen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, für mich war das jetzt seit langem, also einerseits durch Corona, aber auch weil eben diese Räume durch das Europäischen Sozialforums, die wir früher hatten, einfach nicht mehr da waren, das erste Mal seit langer Zeit, dass wir wieder so einen Raum haben, wo wir in dieser Größe und Diversität und Breite zusammenkommen. Und ich glaube, das ist einerseits etwas, was wir total brauchen und das, was wir in Zukunft noch viel mehr brauchen werden. Und es gibt schon eine Einladung, morgen wird sie noch einmal konkreter vorgestellt, im November nach Florenz zu kommen. Vor 20 Jahren fand das erste europäische Sozialforum statt dort. Und die Überlegung oder die Einladung und die Idee ist, und wir haben das jetzt einerseits bei dieser Antiteuerungsvernetzung gesprochen, aber auch in anderen Gruppen, dass das vielleicht ein nächster Moment ist, wo wir uns treffen und wo wir dann diese Strategiediskussionen weiterführen können und wo wir aber dann die Erfahrung von hier mitnehmen und das dort anders organisieren und uns sozusagen hier die Räume anders organisieren, damit wir auch mit anderen Antworten rausgehen. Manuel hat gesagt, dass er unsere Strategiesitzung gestern sehr mochte. Und was wir also gestern gesagt haben, ist, dass die Strategie eine Kombination von verschiedenen Taktiken ist. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber die Strategie kommt auch darauf an, wo das Veränderung passiert und was funktioniert, was nicht funktioniert. Also es ist sehr wichtig, dass wir über verschiedene Taktiken sprechen, die wir anwenden können, damit wir die Veränderung erreichen, die wir wollen. Aber ich persönlich glaube, dass wir die Probleme nur auf eine Weise lösen können, und zwar indem wir das System ändern. Und wir müssen die Konflikte eskalieren. Wir müssen die Krisen sichtbar machen, damit sie über sie gesprochen wird, damit sie angegangen werden können. Und das können wir nur durch Mobilisierung erreichen. Viel passiert gerade, aber wir müssen mobilisieren. Und das macht die Jugendbewegung, aber nicht nur die. Es gibt viele gute Initiativen, die wurden während dem Programm besprochen. Das wäre toll gewesen, wenn wir heute mehr darüber hätten sprechen können. Also der Streik, das ist etwas. Aber im Herbst, da sprechen auch viele darüber, das könnte ein neuer Beginn für die Mobilisierung für das Klima sein, wie 2019, wie Fossilbenzin. Und wir können nicht nur auf europäischem Level bleiben, sondern wir brauchen eine internationale Ebene. Um allen hier auf dem Podium Danke zu sagen und vor allen Dingen nochmal einen großen Applaus an die Übersetzerinnen und Übersetzer. Und schönen Abend noch.